Dieses Loch ist echt crazy, was, Alter. Was kommt denn danach, gell? Wenn ich mal was? Fragen darf, jawohl, was kommt denn danach? Danach muss er einfach nur rüberspringen, aber das war's. Bisschen seitlich rüberspringen, dann kommt schon die nächste Plattform. Oh! Ich hab's! Ah! Geht runter! Hallihallo, ihr Lieben, seid ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Teil GTA Online Action zusammen mit Dicko, Mabosta und Dena. Woo. Jawohl, und schaut mal dein freshes Outfit an. Oh. Alter, hallo, meine lieben Jungs, es geht euch gut. Willkommen zu einer neuen Folge von Online. Leute, ich muss euch um etwas aufklären. Und zwar, der Felix ist demnächst für 3 Wochen weg und kommt zufällig dann wieder, wenn ich für 3 Wochen nach Australien fliege. Wir versuchen so viel wie möglich vorproduzieren, haben schon einige Termine gefunden, aber die Folgen mit Felix werden jetzt jeden 6. Tag kommen, weil wir das einfach nicht schaffen für jeden 3. Und dafür gibt es eine Reihenfolge, Leute, jeder 6. Genau. Tag. Aber wir haben das Ding ist echt, ich komme genau an dem Tag wieder, an dem Kev weg ist, und wir haben das gerade eben selbst voneinander erfahren. Deswegen ist das so, wir wollten einfach trotzdem möglichst viel für euch machen und haben alles zusammengenommen, möglichst viele Aufnahmen, nur möglichst viele Folgen gemeinsam zu machen. Und dieses Rennen ist geil, Alter. Aber ist nice. Ja nur kurzfristig, und? Oder? Danach gehen wir wieder alle 3 Tage, ja, richtig. Oh. Und was ich noch sagen wollte, tatsächlich ist das hier eine Map von Tomek, die er extra für uns gebaut hat und die Community. Das heißt, checkt sie selber aus, spielt sie. Oh. Nein, verpiss dich! Weg mit dir, Dena! Ja! Ich hab nicht genug Speed, bitte! Nein, ich hab nicht genug Speed gehabt! Nein, hast du verdient! Was? Ich hab dich geschafft! Nein, ich hab's geschafft! Deko ist auch runtergefallen! Nein! Alle fallen sie runter! Richtiger Troll-Mac, Alter! Ey, richtiger Troll-Mac, der gefällt. Ein richtiger Trolley-Boy, ey! Also wie gesagt, wenn ihr das geil findet, das Comic on Maps, supportet ihn und schaut mal seinen Kanal an, natürlich auch bei den Losers und Felix. Felix! Felixi-Boy, ich bin der Felixi-Boy. Uah, hör mal, so, Deko hat hier den Troll Dena, aus Fehlern sollte man bestenfalls lernen, ne? Eigentlich schon, ne? Ja, aber ich wusste ja auch, ich so ganz langsam, aber auch falsch, so. Das war... Weißt du, ich glaub, okay. Das mal, macht es kacke bei mir leider gerade hier im Moment. Geht der Spaß, könnte schwierig werden. Ah. Oh shit, nee, ich bin hier zu weit. Nein, ich fall runter! Aus der Röhre, heiliger Bimbam. Yo! Bin ja jo, wir fällt da runter. Ah, okay. Also speedtechnisch von der Weite her ist das easy. Nein, so knapp runtergefallen, so knapp. Komm, ja. Oh, Alter, perfekt! Ah. Ja, die geladene Glock. So. Nein! Geladene Glock ist fast eine Alliteration. Geladene geile Glock, so. Muss das ist ein Insider was? Von uns, Sprung als wir im Pol waren und am Schießstein mit der Glock geschossen haben. Seitdem, ohne Witz, trage ich Glock-Munition bei mir. Oh. Ist doch nicht wahr, Alter. Wie kann Alter, wie weit bin ich geflogen auf den Windschatten? Holy shit, Alter. What the fuck? Leute, habt den Tipp für mich, wie ich da hochkomme? Ich langsam. Mal rechts runter. Langsam okay. Stehen bleiben nein, und dann nix. Rumfahren. Hä? Aber einfach stehen bleiben und dann langsam rumfahren. Aber man fällt doch dann, das ist dann nicht genug Platz, um so langsam zu sein. Oh nein! Doch, oh. Da ist genug Platz. Also ganz oh, Alter, ich bin perfekt drauf gekommen. Und tschau! Komm bitte, ja! Oh, ich bin oben geblieben. Oh mein Gott, endlich. Lol, ist der Punkt asozial von Tomek gesetzt. Ich bin 200 Meter zu weit geflogen nach der Rampe. Ja, das liegt in der Familie, lol, würde ich mal ich sagen. Bin kurz geflogen. What the fuck, aber ich bin auch scheiße aufgekommen schon wieder. Oh, ich bin jetzt hier drin, okay. Muss ich einfach nur so einen Weitsprung machen, oder? Ja, nein, du musst durchspringen, Marvin. Also du musst nein, reinspringen, richtig landen und durchfahren. Aber okay, nicht. Okay. Mach nicht shit! Marvin, also das schaffst du nicht. Ja, ich hab's auch schon gerippt. Ich hab's auch schon getestet. Oh, okay, ich bin nicht auf die Rampe gekommen und hab's geschafft. Hättet ihr das so vorher gesagt? War perfekt drin. Ich hab doch gesagt, du musst weit springen. Ich bin wenig weit, scheiße. Ja, Weitsprung. Das wusste ich ja. Aber nicht zu weit, ne? Okay, ich bin wieder perfekt drin. Komm, Baby. Ey, ich spring immer zu weit links ab, Alter. Okay, ich bin immer perfekt, aber ich spring zu weit links. Oh, ja, aber man darf nicht zu schnell fahren, das ist es halt. Oh. Oh, war das knapp, ich war nicht weit genug, please. Oh, Leute, wer hat gerade gesagt, nicht weit genug, nicht ganz so weit? Ich bin, please. Marvin, ich bin nochmal abgesprungen und bin da hinten bei dem Looping rausgekommen. Lol. Und jetzt habe ich gerade abgebremst und war und darf nicht zu viel abbremsen, offenbar. Da ist reingekommen und... Ja! Nein! Dekortin! Oh, ist das groß. Als ob, wie schnell muss man denn sein? Na, schon crazy. Okay. Und am besten, man muss am Anfang der Röhre aufkommen. Also, das ist ein crazy Sprung. Ach so, ich dachte, Kev hat ihn schon längst. Nein, ich dachte, man ist immer zu weit geflogen. Immer zu weit. Ich bin der Einzige, der hat bis jetzt. Nein, oh, okay. Fuck, Kev.
Trainer hat nicht gerammt. Ihr kleinen. Lol, nein. Ich hab was. Oh, der hat mich perfekt ins Loch gerammt. Dankeschön. Was? Dankeschön. Lol. Dena, ramm mich doch nicht perfekt ins Loch. Dena! Entschuldigung. Warum rammst du oben irgendwas in irgendwelche Löcher? Ja, ich hab den Punkt gekriegt. Danke, Dena. Als ob, Hacker. Nein. Hä, wie denn? Dena, ich bin sehr. Ich bin jetzt echt Felix. Ich dachte nicht mal Dena, ich sag jetzt Felix. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Da merkt man, dass Nico böse ist, wenn er sowas sagt. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Also ich hätte es auch so geschafft, aber man darf ja auch nicht. Hey, Kevin, ist der Trick dabei, weil ich bin auch schon eigentlich richtig drin gewesen. Dann war ich auch. Ich und hab aber auch ich hab viel zu wenig Speed halt raus aus der Röhre gehabt. Also, der sieht auch Speed aus. Ich hatte immer zu viel Speed. Toll. Okay. Und nur weil du mich so abgebremst hast, hat es auch mal weniger. An die Röhre reinkomme ich aber nicht in den Punkt. Okay, mittig bleiben, mittig. Das hat geklappt. Ich bin einfach in der Luft rausgesprungen und der ist dann irgendwie da reingeknallt. Was? Bolter! Nein! Tomek! Ist das nicht von Tomek? Lol, hier ist aber ein Loch, Nico. GG. Was aber der Punkt ist steinhart. Also ich wirklich. Sag's ja, ich will ja jetzt nicht hier, ne, aber so ein Troll-Mac. Ja, Tomek ist echt ein Troller geworden. Er kennt uns auch einfach zu gut, ne? Er weiß ganz genau, worauf wir Er weiß, was wir falsch machen und so, ne? Ja, ist wirklich so. Drei Scheiße, Mann! Und Gas geben! Und so. Flieg! Ist es dein Ernst? Oh, kommst du genau in den Punkt! Ja! Yeah. Hat er's! Nice. Deko, den hat er's! Den ey, ich, och! Ey, wie, aber wie, jetzt? Wie soll man das... Und ich bin, wenn ich durchkomme, bin ich zu schnell. Ja. Oh, Autsch. Ich bin nur gerade so noch über. Da ist auch der Punkt, Alter. Alter, was sind denn hier für viele Bäume, Alter, Tommy? Bist du irgendwie Förster oder was ist hier los? Da! LOL! Tomek, der Förster! Nein, ach komm. Oh, böse. Bist du ins Loch gefallen, Marvin? Ja. Hey, wie soll ich an diesen scheiß Baum hier vorbeikommen? Rechts ran vorbeifahren! Ich bin links dran vorbeigefahren. Oh fuck. Das geht auf beiden Seiten. Ach komm, trau mir die Nüsse. Als ob ich nicht um diesen scheiß Baum rumkomme. Komm, 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 ey! Diese scheiß Frau hier, ne? Ohne Witz! Die hat sich einfach in den Weg gestellt. Das ist nicht so viel. Ey, das ist nicht so viel. Die werden gleich von Menschen geschlachtet, wenn man gibt's. Ja, mach das mal. Nicht so schwer, ich weiß aber nicht genau, wie man da hinspringen soll. Man muss ja abbremsen eigentlich am Ende, ne? So, rüber. Man muss einfach langsamer fahren. Auf der Seite hier bleiben. Oh, nein! Ne, hier nochmal auf der Seite. Dieses Loch ist echt crazy, was, Alter. Was kommt denn danach, gell? Wenn ich mal was? Fragen darf, ja, was kommt denn danach? Danach muss man aber nur rüberspringen, aber das war's. Bisschen seitlich rüberspringen, dann kommt schon die nächste Plattform. Oh! Ich hab's! Dick Roman! Please, ich stand da schon! Wie? Dick, was hab ich runtergerannt? Nö, ich bin zurück, bin bei euch. Dick, war ich fertig! Oh. Warum? Ich dachte, du kannst mich abbremsen, dass ich oben bleibe. Was? Jetzt hat jetzt keiner von euch beiden? Nein! Den hat es oder was? Ballert ihn runter! Ah, was? Den hat es first try? Ja, klar. Jungs. So easy. Ich weiß echt nicht, was bleib stehen! Nein! Also Selbstbewusstsein hat den, das kann man nicht anders sagen. Ey, das kann doch nicht sein, Alter, wirklich. Ah, okay, ich geb's auch da. Hey! Ja, ich kann Punkt, einfach nicht rechts aus! Wie habt ihr es geschafft, Marvin? Bist du weitergeflogen oder bist du vorne stehen geblieben? Er ist vorne stehen geblieben. Ja, bin aber fast runtergefallen. Und dann hat mich Deko runtergeschubst. Wohin geht es hier? Bleib stehen! Oh, da fehlt immer so ein... Ein Millimeter fehlte eigentlich nur gefühlt. Okay, okay, okay. Ein Millimeter. Man muss jetzt hier mal sagen, Respekt an Dena. Ich muss dir das einfach mal sagen. Also, Dena ist ich weiß gar nicht, was gemacht. Wir haben reingefahren. Es war echt First Try? Ja, der ist aber First Try. Ich habe aber nichts irgendwie fast gemacht damit. Alles klar, man fliegt da einfach nochmal rüber. Und da unten ist einfach nur der Punkt. Oh. Dena rastet. Also manchmal habe ich aber auch so random die Push. Ey! Ich glaube, das ist gar nicht die richtige Taktik, vorne stehen zu bleiben. Ich bin einfach gefahren, dann war ich drin. Das war echt nur Glück, glaube ich, aber... Oh, bist du da? Hey, muss man hier ernsthaft hier hoch? Das ist... Ey, Mann... Oh. Ja, anscheinend. Aber wenn ich abbremse, dann komme ich immer nicht mal hoch, Alter. Hey, Jungs, macht mir euch frei von allem so. Dabei habe ich sonst so gar nicht das Problem. Ey, Junge, was ist die denn, Mann? Ich weiß auch nicht, je nachdem, wie ihr da so bevorzugen habt. Ey, und schon wieder diese hässlichen Menschenburger, die hier rumlaufen, ne? Jungs, das ist ja so einfach hier. Bis ich. Hässliche Menschen. Ich muss ja sagen, Captain Bro, echt Nazi. Ja, aber das Ding ist, das finde ich geil, ne? Wenn jemand uns wirklich kennt und weiß... Alter, das ist echt so ein...
Gut tricky. Wäre ich richtig gelandet, ne? Hä, aber was habe ich denn gemacht, was ihr nicht geschafft habt? Da ist man doch einfach nur in den Loch reingesprungen, oder nicht? Ja, das Loch, da fallen wir immer rein. Junge, das Löchern habt ihr nicht so Erfahrung, habe ich das Gefühl. Ja doch, wir kommen in die Löcher rein. Ja, nein, war das... Der Dena geht dann immer vorbei, weil er keine Interesse hat. Ja. Dena hat das Loch nicht mal bemerkt. Lol. Nein! Man muss nicht ganz an die Kante! Oh. Jo, ich bin drauf! Runterspringen, spring ihn runter! Oh, Kev, du bist drauf. Das ist aber wirklich schön, dass du drauf bist. Ich hoffe, die Annäherungsmine ist noch da. Verpiss dich, verpiss dich! Dena, ich hoffe, du hast es gemacht. Ja, ich wusste es! Ich kenne den einfach langsam. Ist das... Oh, shit! Der Oberwichser! Vorpunkt! Alter, Digga, das war bei Harry jetzt, Alter. Ey, und jetzt explodiere ich, obwohl ich nicht aufgekommen ist. Das war richtig assi. Das war richtig assi. Ich dachte, ihr seid direkt nach mir. Ich will nur sagen, wir haben zwei Runden, ne? Dein Ernst? Was? Ja, natürlich! LOL! Wäre die Haftbombe dann nicht, wäre ich jetzt auch schon fertig. Ja, wäre Deko nicht, wäre ich auch schon einmal fertig, also, ne? Ja! Ja! So, nein! Ich den hier, woo! Ich hab dich geschützt, Marvin! Du hast dich fast runtergekickt! Geschützt. Marvin, Vorsicht, da ist noch eine Annäherungsmine! Ja, ich baller erstmal alles. Ich hab nur einen einzigen gelegt, ja, muss ja, vorsichtig sein. Komm. Das stimmt. Lügen Sie nicht, Alter! Du, Kev lügt einfach, es sei denn, Kev hat eine gelegt, aber sieht man ja nicht. Wann soll ich denn eine gelegt haben? Wäre das ja, nicht schon gestorben? Ja, Kevy-Boy, wir kennen dich doch! Ich glaube auch, Kev hat so, eine hier! Okay, nein! Scheint safe zu sein. Das ist so close. Ich komm, so, ich weiß, wir haben. Wenn ich durchfahre, dann baller ich immer ins Loch rein und wenn ich zwischendurch abbremse, dann komme ich immer nicht mal hoch. Herr Kev, hast du es zweimal jetzt geschafft? Nein! So, Dena, du musst es ja noch ein zweites Mal schaffen, darauf freue ich mich schon. Das ist so mies, Alter, wirklich. So, einmal hier rüber. Jetzt bin ich zu schnell, als ob. Oh. Fuck, zu langsam ist zu schnell. Nein. Ja, das zweite Mal schon okay. Easy. Komm. Schauen wir mal, ne? Dena, okay, wenn du es wirklich First Try schaffst, dann musst du dir eine First Try Candy kaufen. Ja. Dann musst du ja wahrscheinlich. Das ist echt so ein Drahtseilakku, man da raus. Ey, das ist meine Max. Was? Studiert, ne? Wo muss ich denn hin? Come on. Oh, komm, Alter. Jetzt also bin ich hier aber durch. Aber nicht so geil. Ach, da unten nur. Map finde ich nochmal. Also, die macht Laune. Ja, okay, man darf auf keinen Fall schnell sein. So. Das Ding ist, wenn ich nicht schnell bin, dann schaffe ich es immer nicht mal in die Röhre rein. Vollgas! Ja, ich fall immer vorher Speed! Oh, da haben wir endlich den Punkt, Alter! Ey, ohne Witz, ich rutsche immer mit dem allerletzten Speed, so weißt du, diesen Millimeter-Speed, den man am Ende hat. Da rutsche ich immer genau ins Loch. Autsch! So, coole Drehung. Ich habe das beim Autoscooter. Es fehlt echt nicht viel, Alter. Echt seid nicht immer viel. Noch nicht durch? Nein! Was? Ich bin durch! Ich war ja durch! Ich hab 10 Minuten gebraucht, Alter! Dann kam eine dreckige Handlungsmine! Wirklich! Okay! Das war richtig mies, Alter! Ich hab bloß nicht mal eine Handlungsmine, Jungs, also müsst ihr euch nicht mehr Sorgen machen. Aber Felix hat bestimmt damit gedacht, wenn Respawn? Er das fürs Try macht, dass da keiner was braucht, ne? Ja, ich dachte nicht, dass ihr so lange braucht, halt. Alter, hier ist was, wo man echt. Hä, hey, das Element habe ich noch nie gesehen, Tomek. Wo ist denn das her? Ey, ganz ehrlich, ich. Bin ja mal gespannt! Ich mach hier irgendeine falsche Technik. Ja, und ihr kennt das wahrscheinlich, aber wir haben es noch nie gesehen. Sag mal so nach dem Wallride, aber so dieser blaue, hellblaue Wallride, weißt du? Mann, ey! Das ist ein anderes Element im Wallride einfach. Aber da rutscht man voll ab halt. Oh! Wow, was ist das denn? Wie man den macht? Oh, ich hab's. Da bin ich auch gespannt! Oh, ich bin auch drauf! Deko, wehe, bitte nicht! Hä, ich mach gar nichts hier. Ey. Oh, zweites Mal finally geschafft. Hä, ich rutsche einfach halt ab. Wie soll man das denn gehen? Alter, muss man von unten ran? Oder wie ist das denn? Boah, wirklich! Wie fahr ich denn? Okay, so, go. Was nun? Alter, ich rutsche einfach ab. Man hört's ja richtig, wenn man einfach abrutscht. Tomek, was hast du denn gemacht? Oh, ey, ist das... Aber freut mich. GG. Ey, Deko, bist du den Looping überhaupt gefahren? Ja. Wirklich? Hä? Aber nee, ich hab dich gar nicht gesehen. Soll das funktionieren? Es reicht. Noch mehr Anschwung hier. Echt? Ach, ey. Den hier nehme ich mal mit. Nein! Okay. So, Dena! Danny ist da! Danny, ja, Danny! So, alles klar. Und jetzt... Hi! Alter, LOL! Du so da bist, Alter! Hi! Du hast dich... Ey! Mann, vorne ist es! Okay! Putz. Ah, das ist ein Element hier. Kennst du das? Ich fall einfach runter. So. Das ist echt nicht leicht, siehst du? Da fahren wir hin und dann passt das. Ja, guck! Hä?
Hier voll krank, ne? Okay, warte mal, vielleicht da oben drauf fahren? Auf dem letzten. Ich weiß ja, aber anspringen muss noch mehr, weißt du? War richtig und ich bin vorne, weil... Voll Leute, krank. Wir müssen uns jetzt nach vorne kämpfen, habe ich das Gefühl. Ich glaube, man muss echt nach hinten, Dena. Ich glaube echt... Okay. Du hast doppelt hoch, ich vermute mal. Wow, okay. Ey, jetzt komme ich hier... Ey, Tom, ich hab dir echt die Löcher so assi gesetzt. So, Doppelspeed. Und, reicht der Doppelspeed? Ach so, nee. Ha! Ich glaube, du musst durch diesen Doppelspeed auf das Blaue drauf. Da sind wir durch. Okay. Das kriegt man, glaube ich, so hin. Ah, okay, ja, es kann gut sein. Oh, das wird echt übel. Leute, kommt der Kante. Oh, ist aber nicht leicht. Und ich hoffe, ihr seid nicht so weit vorne. Papa will euch einholen. Ja, du bist doch gleich bei uns. Richtig lange an einem Punkt. Wirklich? Ja. Hier kommt nicht weiter. Den mach ich jetzt First Try und dann kommt der andere. Ich glaube, das ist nicht mal ein schwerer Punkt. Ich schreibe nur Dena auf, Alter. Aber du brauchst Dena explodiert. Du brauchst Speed, Dena. Du brauchst hundertprozentig doppelt. Haben Sie gehört, Felix? Ja, ist mir egal. Weißt du, es juckt mich gar nicht, was du mir erzählst. Bist du zu großer Pro oder was? Claro, Mau, weißt du? So, go for it! Da vorne geht's. So. Folge GTA mit euch, Jungs. Alter, ich überdreh mich direkt. Was feine? Ich gerade die erste Folge im UFO mit euch zusammen. Oh, UFO. Hallo UFO! Hallo UFO, hallo Jungs! Hallöchen UFO, Nachbarn, wie ist das hier? Das ist ganz schön geil. Fahr den auf! Nein! Alter, wie Marvin sich mal anhört! Ja, ist wirklich so. Mann, Alter, wir sind... Was, Kevin Spire? Schau, Junge, Scheiß, ihr Lappen! Ihr schafft erst einfach First Try oder so. Und? Nee. Aber ganz ehrlich, ich war fast durch, das ist überhaupt nicht schwer. Ja, was? Das sagst du jetzt, 10 Minuten später. Ja, geht gar nicht. Mal. Marvin, ich verstehe kein Wort von dir, wenn du so krizzelst. Ja, bist jetzt wieder, wirklich. Muss man mein Krizzeln ist der Boy. So, einmal keine Windschatten und dann passt Mickey, es auch. Schnecki. Läuft! Ich sag mal kein Windschatten und dann kommt der Marvin von hinten. Alter. Okay, ich weiß, man muss auf das Blaue drauf, aber sowas von. Vielleicht reicht einfach nicht. Ja, ich glaub das auch. Aber es ist auch nicht so leicht. Ich komme so. Also man schafft immer. Es auf jeden Fall, man schafft es auf jeden Fall. Daddy ist auf dem Blauen! Ey, Marvin, das ist aber gemogelt! Was ist daran gemogelt? Eindeutig, das ist eindeutig gemogelt. Das ist extra so ein Slide-Wall, right? Ich glaube, das gemogelt ist. Wir können ja den Map-Ersteller fragen, Gott sei Dank. Ja? Das ist, glaube ich, dreckig gemogelt. Aber das Ding ist, das ist so Familienbande, weißt du? Dann würde er vielleicht zu viel verhalten. Tomek, in Zukunft, wenn du solche Maps baust, bau da oben eine Sperre hin für den Cheat-Bosser. LOL, einfach explodieren bei so einer Höhe, please. LOL. Lappenauto. Ich denke, das ist possible. Wir haben ja noch eine zweite Runde. Wenn ihr das so jetzt schafft, dann nehme ich mir die Zeit in der zweiten Runde. Ey, das Ding ist, ich bin fast da. Man muss nur von unten nach oben hin am springen, dass man sozusagen nach oben fliegt. Aber ne, es ist ja auch nicht einfach, da oben drauf zu kommen. Also es ist ja auch eine Art von Skill. Ja, das stimmt. Allerdings. Nein, stimmt nicht. Halt die Schnauze. Das stimmt, dann machst du Marvin einfach. Fährt einfach da oben drauf, lang an, richtig chillig. Mach doch auch. Mann, Alter, ich hab's die ganze Zeit immer geschafft. Die Frage ist, ich glaube, man muss ganz unten bleiben, weil diese Elemente sind ja schräg. Puh. Man muss, glaube ich, ganz unten sein. Und jump! Ja, ganz unten ist es auf jeden Fall. Wenn du ganz unten bist, dann ist es eigentlich ein ganz dünner Wallride. Okay. Also du darfst nicht von der Mitte nach unten fahren, du musst schon auf dem Gelben ganz unten rauskommen. Okay. Und dann dich hochhalten. Was aber schwierig ist, aber wegen dem Speed zu hoch geballert wird. Ja, genau. Ja. Aber dann ist es so, dass du wenigstens dich halbwegs gerade halten kannst und weniger droppst. Nein! Zumindest habe ich da das Gefühl. Abkühlung ist nicht so schlecht. Du hast noch nicht geschafft, ne? Nee, aber das sieht schon echt gut aus. Also wenn es weiterhin so funktioniert, dann wird das echt gut. Lol, warum? So, speeden! Jetzt will ich wieder einen Osiris haben, Alter. Oh! Nein! Zu weit? Ja, stimmt. Osiris wäre, glaube ich, echt besser. Oh yeah! Got it! Mit den 20 überdreht so krass, Alter. Ich hab das Gefühl, man hat kaum Haltung einfach. Oh, da hat nicht viel gefehlt, Alter. Da fehlt echt nicht viel die ganze Zeit. Aber ich freu mich schon auf den Langfahrer dann. Ich versuch's mal mit bisschen mehr Speed. Wieso sind denn die Booster hier hinten? Auf die zweite Stelle, wo Dana First Try es geschafft hat. Da bin ich gleich hoffentlich wieder. Dann machst du auch First Try. Ich hoffe. Nimm jetzt hier den einen Booster mit. Und den hier. Oh, scheiße. Ich glaube, ganz ehrlich, man die beiden Booster mit dem Dunst das besser aus. Wenn man es dann schafft, richtig drauf zu kommen. Oh, wieso sollte der zweite Booster hier sein? Und? Ja. Muss ich hin? LOL! Muss und go, fahren. Ich komme! Zweite Runde! So!
Nein. Jetzt geht's boah, um die Zeit. 18:40 haben wir für die erste Runde. Possible, Alter, wirklich. Booster ist echt heftig. Ich weiß echt nicht, ob man da fahren soll drin. Also mit zwei Boostern ist das echt zu viel. Also mit zwei Boostern sagst du, ist gut, Kev? Nee, ist nicht so gut. Das ist Käse. Das ist tatsächlich einfach, das ist einfach zu schnell. Man kommt, man stabilisiert sich nicht. Man überdreht dann auch sehr, sehr schnell. Ja, genau. Komm schon, Alter, ich will das hier schaffen! Scheiße. Alter, ich hab was fast geschafft gehabt. So sieht das die ganze Zeit aus, es fehlt immer nur ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Ja, aber auch nicht mit Fahren, sondern mit Überfliegen. Ja, ja, aber ich fahre auf dem Blauen nach oben, das ist ja was anderes. Ja, aber kannst du genauso sagen, aber das ist entweder Wallride oder nicht Wallride. Ja, aber das ist was anderes, das ist ja nicht oben drauf fahren, ja. Sondern es ist ja den Wallride ausnutzen. Na gut, ne? So. Ich glaube, das ist die Taktik, Alter, ohne Witz. Man muss nur versuchen, den Flügel richtig eng zu nehmen. Eng? Wer eng? Okay, aber sind schon die Brains sind hier ein bisschen gemasht hier. Eng gesagt. Oi. Ja, ja. Egal wie ich spawne, Deko spawnt immer vor mir. Nein, das okay, oben drauf zu kommen ist echt relativ einfach, finde ich sogar. Wer? Versuch mal hochzukommen, Alter. Das war wirklich nicht so schwer. Ich hab Second Try habe ich geschafft. Ja, wo bist du? Und ich bin. Boah, scheiße, ich bin hinten runtergerutscht. War auch jetzt, first try. Ja, ich bin die Cap, ich war auch ganz häufig drauf, aber immer runtergerutscht. Ja, dann zeige ich dir das jetzt. Alles klar. Und perfekt drauf! Und Daddy ist drauf. First try, second try. Als ob. Na, second try hatte ich auch. Also, kämpft uns aber nicht richtig gemacht, immer runter, ne? Immer du Cheater! Ja, ganz richtig! Du Cheater! Ja. Warum falle ich denn immer da runter? Das kann ja nicht wahr sein! Ich bin halt ein dreckiger Cheater. Warst du langsamer oder? Wir müssen Atomic echt fragen, ob das so gewollt ist. Ich versuche den Warrant aber auch nochmal unten zu nehmen, wie ihr das machen wollt. Also, ich hab's ja fast geschafft, tatsächlich rüberzukommen. Wenn du von unten dann nach schräg oben springst, dass du dann so rüberfliegst. Okay. Ja, das habe ich fast geschafft. Ich war erster hier und jetzt bin ich letzter. Ich raste aus und seid die Punkte gekommen. Alter, jetzt die Annäherung. Nein! Hier. Ich hab den der Sache fast bis Try geschafft. Jetzt kommt Dena, die Annäherungsspiel. Die wird irgendwo richtig dreckig kommen. Alter, ey, ich bin hinter dir, du Fotze. Du bist hinter mir? Ja. Mann, Alter. Dann musst mich überholen. Fahren Sie an der Annäherung mit Dena hochschnäckseln, wie du willst. Warum? Da Gas geben. Los hast du gehört, Dena? Digo? Was? Fahren Sie dann an der Annäherungsbiene vorbei. Digga, was ist hier los, Alter? Komm, dreh nice. Dich doch. Das wird wieder lange dauern hier bei mir. Geht's denn hier lang? Nein, lol. Dieses Scheißloch. Dieses Scheißloch, Marvin. Genau das ist dein Loch. Dein Scheißloch. Ja, das reicht nicht. Make YouTube great again. Reicht nicht! Nein! Make YouTube great again. Das passt perfekt, Alter. Ist so. Ey. Wollen wir erstmal anschwung oder was? Keine Ahnung. Nee, wollen wir nicht. Ey, muss man die. Leute, muss ja immer nur runter. GG, ich dachte hoch. Runde 2. Jetzt machen wir die schnellste Runde. Komm, Leute. Dass Dena das echt First Try geschafft hat, ey. Das ist so unglaublich. Das ist richtig krasse Leistung. Die schnellste Runde ziehen wir jetzt durch. Ich bin auf dem Sportplatz gerade mal. Wie weit ist die zweite Runde entfernt vom Sportplatz? Nicht mehr so weit. Findet Gefahr? Es ist alles nicht ganz so weit weg. Wie kann man diese Anzeige anmachen, die einen sagt, wo man die Punkte hat? Y war das, ne? Ja, ja. Y. Y, ey. Ne? Lol, ich bin am Punkt vorbeigerutscht. Da sehe ich's. Ey, ich muss sagen, bei mir läuft wieder so unschmooth, Alter. Ja, gerade. Es hat dann jetzt ein bisschen fertig gemacht, muss ich sagen. Oh, ich bin drauf! Gerade, Alter. So, bei mir bin ich gleich die zweite Runde auch dann. Zack, zack, zack. Ich werde auch. Jetzt genau hier rein. Hier. Also bisher alles first try. Mann! What the fuck? Wie weit fliege ich denn hier? Wie bin ich denn hier reingeballert? Hey, muss ich abbremsen, Alter, um in die Röhre zu kommen? Was ist das denn? Alter, welche Asi hat denn da Annäherungsbühne hingelegt? Ich habe keine gelegt. Deko? Kev ist als letztes durchgefahren. Aha. Junge, hau mich nicht voll, ich habe keine hingelegt. Hey, ich schwöre es. Wirklich, ich habe nichts gelegt. Ich war so vernichtet worden, ich würde sowas niemals machen. Ey, ich explodiere bei so einer kleinen Höhe, please. Leute, man muss den, ist nicht mal ein Wallride lang fahren, nicht, Alter. Ich würde ein Wallride zu fahren. Ja, ja hab ich mich auch gefahren, dachte und mir dann so, beginnt die zweite Runde. Ey, ganz ehrlich, das geht hier richtig ins Loch rein. Ja, du weißt, wenn du es wieder First Try schaffst, brauchst du eine First Try Cappy von Kev. Ich weiß.
hole ich mir dann. Er gibt dir bestimmt 10% oder so. Ja. Danke, Griff. Für 4 Ziegen-Dollar. Das nicht. So, Speedy Gonzales rein, Alter. Das war knapp. Das war, so, ah, jetzt kommen wir diese Stelle, die ich hier nicht durchkomme. Scheiße, nicht weit genug. Oh, okay. Bin auch nicht so weit hoch, leider ein bisschen abgebremst. Oh, ja, wer kommt denn da schon hinter mir? Nice. Und perfekt. Peter, weißt du, was ich machen werde? Wenn du jetzt hinter mir in die versucht, in die Röhre zu springen, werde ich genau auf dem Zielpunkt einfach deine Annäherungsbiene platzieren. So ein böse, böse. Das so, dass du den genau nicht kriegst. Ja, oh, fuck. Ja, so, please. So, ich bin gleich wieder beim Wallride. Und dann schauen wir mal. Ja, du hast den Punkt schon geschafft, den ich geschafft hatte. Ja. Aber ich habe bestimmt 10 Tries oder so gebraucht. Okay. Alter, wie schmutzig ich hier reingeflogen bin, ne? Was ist das denn? Ein, auf den ihr sagt mir, hey, du, mein Flieg gar nicht so weit. Ich bin bis zur fucking Spirale geflogen nach diesem scheiß Tube. Und ich habe sogar abgebremst. Was? Und okay. Ich habe den Punkt First Try bekommen. Ich fliege immer zu weit, Alter. Das ist mein Problem. Ich fliege einfach zu weit. Ich war auch ziemlich close an zu und weit. Und wenn ich dann abbremse, dann bin ich halt, dann komme ich gar nicht mehr in die Tube. Weil ich muss ja abbremsen, sonst bin ich ja wie eine Möwe. Digga, du musst ja Tube abbremsen oder sowas. Ich glaube einfach nur die Möwe, Alter, die ist mir im Blut. Die Möwe, die kann halt fliegen. Denn sie ist fly. Ey, das gibt's doch nicht. Die sind so glücklich, ne? Die sind so glücklich, dass sie bleib wie ein Möwe ist das. Bleib wie ein Möwe. Ich bin die Möwe, Alter. Ich bin fast an der Militärbasis. Oh, fuck, ganz vergessen. Digga, aber du fliegst aus Versehen. Ich fliege gekommen. Herr Kämpfer, du bist doch Zweiter, oder nicht? Ah, scheiße. Vierter. Ach so. So, jetzt kommt der Warride. Fucking First Try, wir fahren ihn jetzt. Guckt euch das an, schon wieder. Und jetzt mache ich perfekt auf und auf einmal bin ich 20 Meter zu langsam. Ah, Arschloch. Ah, come on, Lol. Alter. Das ist doch behindert. Nein, verpiss dich da, du Fußgängerfotze. 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 Okay. Ja, sollst wohl dich verpissen anscheinend. Na gut. Ja, okay. Was falsch mit denen, Alter? Schon wieder eine! Ich hab beim ersten Mal irgendwie glücklich perfekt geschafft, aber der. Hey, jetzt mal ohne Witz, willst du mich verarschen? Und schon wieder zu weit! Zu weit, Junge, die ganze Zeit! Immer zu weit, wenn ich fliege! Alter, nee, man droppt echt krass. Ich bremse sogar schon ab, Alter, und dann fliege ich immer zu weit! Das ist so. Ey, das. Hier laufen gerade. Bei jedem Try laufen wir Fußgänger vor dir. Nein! Oh Gott, aber man überdreht sich so leicht da auf dem Wallride. Willst du mich verarschen, Alter? Den Wallride fahren ist sehr, sehr schwierig. Oh, ganz ehrlich, leck mir doch meine Cojones, Alter. Was ist das denn für eine dreckige Fickscheiße? Ohne Witz. Kaffi, Alter, aber mal, ne? Ich bremse schon. Kann es sein, dass ich als Vierten doch irgendwie einen Boost habe? Ich komme sogar nach dem Spawnen, fliege ich über die scheiß Tube. Ich flieg noch nicht mal rein. Alter, die schon bremsen, ist wirklich rein. Das musst du ja eingestellt haben, weiß ich nicht. Habe ich mir nicht eingestellt, sag ich dir. Okay, dann ist das komisch. Eindeutig aus, das ist ganz komisch. Ich muss schon abbremsen, bevor ich in die Tube fahre. Nee, ist doch so, dass bei Vierten alles normal ist. Bei dem Punkt. Nur der erste wird gedrosselt. Ja, das ist eigentlich normal. Ich hab keine Ahnung, was hier los ist, aber. Heads up! Als ob du es jetzt schaffst! Ich hab's geschafft! Was? Nee. Meine Fresse, das gibt Alter. Doch geil, nicht. Geil, danke dir, Felix, danke dir. Ja, way, way. Das ist Ja, way. Sweet, Mann, Alter, ich kann doch nicht sagen, ohne Witz, guckt euch das an, Alter. Ich bin so verdammt schnell. Über Scheißdingern da, was mach ich denn? Das Problem ist einfach, ich guck mal, wie das Ding ist. Ich bin so schnell, dass ich gerade so in die Tube reinkomme, ohne oben gegen zu klatschen. Aber dann ist natürlich der Speed zu viel, weil ich diese Schwege von der Tube nicht mitnehme, weißt du? Okay, weißt du, was geil ist? Wenn du nächste Woche hier bei mir kurz einziehst, dann kann man mal eben rübergehen. Dann kannst du einfach mal kurz bei mir spielen. Ich spiele wie bei Deko und dann machen wir so eine kleine... Ja, das wird nice. So eine kleine Reise, Alter. Wenn mein PC anfasst, wird ins Gesicht gestreichelt. Ich hab. Gestreichelt? Oh, das ist aber gut. Wollte gerade sagen. Das finde ich den Cap aber, glaube ich, ganz gut. Ja. Ja, wenn das Gesicht gestreichelt wird. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Habe ich schon auf den Konter vorbereitet und dann. Gestreichelt? Oh, gut. Deko steckt voller Überraschung. Ey, ganz ehrlich, jetzt habe ich abgebremst. Oh. Jetzt habe ich abgebremst auf der Scheiße. Und 9 ich fliege Minuten perfekt 40. Rein, ohne Witz. Boah, Zeit so halbiert. Ey, ohne Witz. Nice, perfekt, aber bist du in Wallride jetzt richtig gefahren oder oben drauf wieder? Ich bin oben. Ich hab dreimal versucht, glaube ich. Zweimal. Mit dem Wallride fahren. Null Chance und dann hab ich. Zweimal. Sein lassen. Okay, dann würde ich sagen, dann mache ich jetzt ein besseres Zeit als du. Ey, ist das behindert, ganz ehrlich. Da ich so lange an dieser Scheiße gebraucht.
Oh. Leicht ärgerlich, Alter. Leicht. So. Muy caliente. Zack. So, nee, jetzt weißt du, warum wir da so Probleme haben, oder? Keine Ahnung. Oh, jetzt kommt die Scheiße hier wieder. Wenn dann alle ihre Spiele ist, Alter, ohne Witz, dann bereitet euch, Alter, auf eine Hosencreme, bevor ich bei euch einziehe. Auf Hosencreme? Ich komme halt meistens gar nicht rein, ne? Ich falle auch nicht durch oder so. Ich komme auch nicht rein. Ja, ich weiß ja schon ungefähr, ich hätte ja letztes Mal 15 Minuten hier gesessen. Also, ich hab's geschafft, indem ich da unten gegen den Rand geknallt bin. So ganz leicht. Komm. Aber das ist eben schwierig zu steuern. Schade, den Wallride nicht First Try geschafft. Also den Wallride oben drauf kommen. Also man muss halt, man darf halt wirklich nicht gerade abspringen. Oh, Second Try. Komm. Ich bin jetzt oben auf dem Wallride drauf, ich bin mal 6 Minuten. Ja, du wirst auf jeden Fall eine schnellere Zeit haben. Wie gesagt, ich hab ja noch ein bisschen probiert da. Aber komm. Boah, 6 Minuten, ich bin jetzt schon bei 8, Alter, ich bin noch nicht mal bei Deko. Oh, das sieht gut aus, Dana! Nein! Weil ich bei diesem scheiß Teil so gegangen habe, Alter, das gibt's doch nicht. Komm, Junge, wir dürfen nicht aufgeben. Das ist der See der Verführung hier, Alter. Der See der Wegknechtung. Scheiß Teil. Oh, okay, warte. Daddy ist drauf, Alter. Scheiße, Alter. Und jetzt häng ich hier. Ah! Oh yeah. Hey, wer hier ist eine Annäherungsmine? Nein, ich muss. Oh, das sieht gut aus! Ach, scheiße. Pass auf eine Annäherungsmine auf den, ich sag's nur. Ist wirklich so, ich fahr jetzt zurück, Alter. Oh, pass auf. Oh nein, Dena, du sollst dich kurz. Fahr zurück! Bist am Arsch! Warum? Fahr zurück! Warum? Ja, Kev, du siehst doch Kev! Bitte nicht, Kev, bitte. Oh. Du hast nichts anderes verdient, eigentlich. Nein, Kev, bitte, Kev! Du hast nichts anderes verdient! Bro, er steigt schon aus, er gibt sich! Ich hab nichts getan! Ich möchte nochmal erwähnen, ich hab nichts getan! Oh Mann, wie geil war das mit dir? Ich hätte sogar nichts gemacht! Ich hätte nichts gemacht! Ich dachte, dass du mich nicht abschießt, Alter! Ich wollte dir nur Angst machen, damit du weißt, wie sich das anfühlt, diese Verzweiflung! LOL! Ach, please! First try, Alter! Weißt du, Kerl, mir war alles scheißegal hier! Scheiße! Ist er wieder runtergefallen? Er ist etwas so runtergefallen. Ey, und jetzt eine Annäherungsmine. Das wäre die heilige Dreifaltigkeit. Los, wieder First Try. Oh, ich glaube, da hättest du deinen Heck hoch oder. Also, das hast du. Damit hast du mir jetzt versüßt, Felix, wirklich. Oh, das ist so eine richtig geile Comedy-Show hier gerade. Dena, bitte geh ins Fernsehen und spiel GTA. Richtig geil. Das war echt Zyklus, da muss ich einfach sagen. Aber piss dich da! Mich wirklich abschießen wollte, ne? Wechselappen. Alter, du hättest mich abgeschossen. Nein, hätte ich nicht wirklich. Ja, jetzt macht sich das so leicht. Nee, hätte ich wirklich nicht abgeschossen. Ich fand das so gemein von dir. Das habe ich ja schon mal nie gesagt. Nicht, dass es so lange gedauert, weil ich bin echt zwei durch. Oh, scheiße. Lol. Dead Baum, Alter. Ich explodiere vor dem Punkt und komme jetzt nicht mehr vor 9 Minuten ins Ziel, glaube ich. Was? Ich war sogar schneller? War gar nicht so schnell. Ja, ich bin bei 8 Minuten 30 jetzt. Ganz ehrlich. Ja, sollst du aber schaffen. Wenn du kurz vor dem Ziel bist, fahr ich einfach so. Ja, okay, ich bin jetzt bei 8. Okay, ich bin jetzt zum Ziel 48. Irgendwann später. Daddy macht jetzt den Wallride. Stopp, du kannst ein Busfahrer sein. Du kannst ein Busfahrer sein. Tschüss. Sei mein Busfahrer. Ey, wieso blockst du mich? Ja, sei mein Busfahrer. Oh, ihr habt noch 20 Sekunden. Ich bin noch reingefahren. Alter, du hast uns weggesprengt. Du hast noch 20 Sekunden, du Dummkopf. Das ist doch easy. So, schafft ihr noch 15 Sekunden? Kessel! Verdient! Du wolltest mir die Reifen verschießen! Du, jetzt schaffe ich es nicht! Ich hab nur geschafft, weil du nicht mein Busfahrer warst! 5 Sekunden! 3, 2, ich schaff's nicht, Leute! Hier unten ist das Ziel, da ich seh's schon! Oh, schade! Aber dass Deko ganz plötzlich ins Ziel gefahren ist! Wieso hast du mich abgeschossen? Da war meine Geduld zu Ende! Du warst nicht mein Busfahrer und das hat mich traurig gemacht. Oh. Leute, da war eine richtig fette Map, auch wenn ich sie leider ganz knapp nicht geschafft habe. Aber immerhin lange Zeit mein erster gewesen. Was? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Leute, was ist das denn für ein affiger Pulli, Alter? Die nächste Folge von wieder mein Team. Leute, es hat Spaß gemacht. Jawohl, war richtig geil. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.